Die Elbsmanufaktur war eigentlich ein kleiner Zufall von uns. Wir sind durch gemeinsames Backen zum Eierlikör gekommen. Der war dann sehr lecker. Ich habe die Idee gehabt, für meine Kunden als kleine Weihnachtsgeschenke den Eierlikör noch einmal zu machen und zu verschenken. War sogar eher unsicher, ob es gut ankommt, wie viele Leute mögen wirklich Eierlikör. Die Erfahrung habe ich nicht gehabt. Wir haben es dann verteilt und der ist so gut angekommen. Die Leute waren alle so begeistert und haben sich alle so gefreut über Eierlikör an sich, weil das einfach sehr was traditionell Verbundenes für die Leute ist, mit Weihnachten. Und da das dann so gut angekommen ist und mir aufgefallen ist, dass eigentlich am Weihnachtsmarkt niemand wirklich Eierlikör zelebriert, habe ich dann zum Gary gesagt, weißt du was, nächstes Jahr verkaufen wir einfach ein bisschen Eierlikör. Und das haben wir dann tatsächlich gemacht. Wir haben mittlerweile einen Verkaufshänger, mit dem man uns buchen kann. Wir können zu Firmenfeiern, Weihnachtsfeiern, Geburtstagen, was auch immer, kommen. Und das nicht nur im Winter mit unserem warmen Eierlikör und unserem Elfskakao mit Marshmallows, sondern wir haben auch ein tolles Sommerkonzept mittlerweile auf die Beine gestellt. Die Leistung muss sich lohnen. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwer gesagt nach dem ersten Jahr Selbstständigkeit jetzt im Prinzip, weil man weiß, es wird sich jetzt noch nicht so lohnen in der Hinsicht, dass es mit Geld verknüpft ist, weil man viel reinvestieren muss. Leistung lohnt sich in der Hinsicht, dass die Kunden das annehmen, dass wir eine Riesenfreude haben, dass im Prinzip das geschätzt wird. Mittlerweile gibt es unseren Elfseierlikör in 7 Fachläden in Österreich und wir haben natürlich einen Online-Shop. Man kann jederzeit bei uns bestellen und wir schicken das gerne zu. Die ersten bürokratischen Hürden waren im Prinzip einmal ein Gewerbe anzumelden, damit man das Produkt vertreiben kann. Und da haben wir sehr gute Unterstützung auch von der Wirtschaftskammer erfahren, was belangt, welche Formulare braucht man, wie schaut es mit den Anmeldungen aus, was sind die nächsten Schritte, woran sollte man vielleicht achten, was man sich halten muss. Man bekommt da ziemlich gute Auskünfte und Links für diverse Richtlinien, Normen und solche Sachen, die man dann folgen kann. Also man wird auf keinen Fall alleine gelassen, das ist eine tolle Unterstützung. Thank you.